Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein paar Kisten, diesmal um neue Kisten, die wir bis jetzt noch nicht geöffnet haben. Und zwar war ich ein wenig fleißig, habe ein bisschen was gefarmt. Es geht nämlich einmal um geborgene Truhe mit Vorräten. Was sind das für Kisten und was kriegt man da raus? Also, als allererstes, diese Kisten kriegt man über die Gruppensynchronisierung, wie es im Deutschen hat, oder im Englischen einfach Party-Sync. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, man kann, wenn man mit einem anderen Spieler in der Gruppe ist, den sogenannten Party-Sync anmachen. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Das ist jetzt mal hier die Szene. Ich habe ein paar Accounts unten gleichzeitig offen. Jetzt lade ich mal den Char hier ein. Und dann haben wir jetzt hier, wenn wir mit anderen Leuten in der Gruppe sind, ihr seht, jetzt haben wir hier ein paar Leute in der Gruppe, haben wir hier im Quest-Menü quasi die Gruppensynchronisierung. Und was macht das? Man ist dann quasi mit allen Chars auf derselben Quest-Ebene. Heißt, man hat mit allen Chars dieselben Möglichkeiten, einen Quest anzunehmen, auch Quests, die man schon angenommen hat. Man wird quasi immer dahin zurückgeworfen, auf den Stand von dem niedrigsten Char in der Gruppe. Also wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel hier in Ashara, mit dem Char alles durchgequestet hat und mit dem anderen Char hier noch nichts durchgequestet hat, dann können alle wieder an dem Stand anfangen, wo quasi am wenigsten gequestet wurde. Und wenn ihr mit einem Max-Level-Char oder mit einem Char über 50 das macht, werdet ihr runtergesetzt auf Stufe 50, wenn ihr den Party-Sync hier aktiviert. Die Geschichte ist, die ganzen Zonen in WoW, ausgenommen Shadowlands, skalieren ja, wenn ihr quasi Chromie Time anmacht, bis Stufe 50. Ja? Also ihr könnt jede Zone, wie ihr seht, hier von 7 bis 50, 30 bis 50 und so weiter machen. Ne? Heißt, wenn ihr jetzt mit einem Char Party Sync macht, der eine Stufe 20, der andere ist Stufe 40 und ihr Quest macht, dann kriegt der Stufe 40 ist, die 40er Belohnung und der Stufe 20 ist, die 20er Belohnung. Das passt soweit. Wenn ihr natürlich Stufe 60 seid, kriegt ihr maximal die 50er Belohnung. Um quasi euch trotzdem noch einen Nutzen daraus zu geben, gibt es dann diese Kisten extra. Und zwar könnt ihr die bei allen möglichen Quests, jetzt muss ich mal gucken, na gut, bei der jetzt nicht, aber bei allen möglichen normalen Quests, die ihr hier annehmen könnt, gibt es dann eine Chance, dass ihr zusätzlich diese Kiste rauskriegt. Ihr werdet aber im Party-Sync runterskaliert, heißt, ich bin jetzt hier auch nur Stufe 50 und die Gegner, die ich jetzt hier angreifen kann, ne, wenn ich hier queste und ich habe Ashara jetzt mit den ganzen Chars hier durchgequestet, sind dann auch Stufe 50, also heißt, sie sind auf meinem Level und es ist dann halbwegs schwierig, die zu töten. Mein ganzes Gear wird auch runterskaliert, ihr seht hier, das was vorhin 200 war oder das 285er Item, das wird alles schön runterskaliert und viele von diesen Trinket-Effekten sind tatsächlich dann aber auch deaktiviert, ne? Also da muss man ein bisschen gucken. Ich glaube auch Legendary-Effekte und so sind deaktiviert, also da ist es dann auch schwer, ein bisschen was zu cheesen. Naja, gut, soweit zur Erklärung. Und da gibt es diese Kisten her. Ne? Heißt, ich habe jetzt komplett Ashara durchgequestet. Das waren annähernd 100 Quests. Und habe jetzt einige Kisten gekriegt. Und die wollen wir heute aufmachen. Jetzt würde ich sagen, switchen wir wieder rüber. Dann sehen wir das hier ein bisschen schöner. Und ja, was kann da drin sein? Hier unten habe ich im All the Things schon die Gruppe rausgezogen. Es gibt für jede Klasse aus diesen Kisten vorgefertigten Loot. Das sind halt einfach, ich würde jetzt nicht sagen ein Set, aber die passen halt schon zueinander, die Items, die man sich da holen kann. Und ja, es sind, wie ihr seht, hier 17 Items, zum Beispiel bei der einen Klasse, 11 bei der anderen und so weiter. Beim Druid habe ich schon fast alle, bis auf einen Stab. Das sind zum einen immer Rüstungsteile und auch Waffen. Bei den Waffen muss man ein bisschen gucken. Mir wurde gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo man die Kiste kriegt, wird der Loot entschieden und dementsprechend muss man die Spezialisierung wechseln. Wenn ihr natürlich schlau seid, dann schaut ihr, was ihr noch braucht. Zum Beispiel der Stab ist eine Eule, macht da halt die Eulenspezialisierung jetzt beim Druid rein, ne, dass ihr die kriegt und macht die Kisten gleich auf, wenn ihr noch mehrere Sachen braucht und wenn ihr die eine von der Spezialisierung habt, können wir es wieder umstellen. Ich habe jetzt fürs Opening-Video ein paar offen gelassen. Am Anfang hatte ich, glaube ich, noch Guardian drin und habe es dann später erst gecheckt und auf Gleichgewicht umgestellt. Ich hoffe, das passt jetzt soweit und ich kriege quasi die richtigen Sachen. Gut, wir machen 20 Kisten auf, hätte ich gesagt, pro Ding und ich würde sagen, ja, let's go und ich hoffe, dass das Richtige drin ist. Also, erste Kiste, haben wir eine Brust drin, die bringt mir gar nichts, die habe ich schon. Nice, in der zweiten Kiste ist halt der Stab drin, perfekt. Alle anderen Kisten umsonst gefarmt, aber egal, die machen wir jetzt einfach mal auf. Da ist jetzt halt dann komplett das Ding, da. Lol, okay, die Sachen droppen relativ gut, ich habe jetzt viermal den Stab gekriegt. Fünfmal den Stab, für was farme ich diese ganzen Kisten? Viel zu viele Kisten gefarmt, ich sag's euch. Das Zeug droppt ja halbwegs gut.
Ja gut, so viel dazu. Dann kann ich eigentlich die anderen, die ich hier unten habe, auch weghauen. Ich habe noch ein paar mehr gefarmt als 20, aber wir lassen jetzt trotzdem für die anderen Klassen, mache ich immer 20 auf, hätte ich gesagt, dass wir da eine schöne Zahl für jedes Video haben. Gut, dann ist Druid schon mal raus, heißt, ich brauche keinen Druid mehr mit Party Sync durchzuspielen. Wie gesagt, die Kisten sind nicht bei jeder Quest zu 100% drauf, vielleicht bei jeder, ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht aufgepasst, bei jeder dritten, vierten Quest oder so kriegst du dann eine Kiste, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein. Und ja, ich habe das Set einmal fertig. Ihr seht, diese Items sind jetzt hier Itemstufe 56 habe ich gekriegt und normal wären sie 58. Ne? Also irgendwie sind die auch nicht so ganz Max-Level, aber zumindest sollten die so ein kleiner Ausgleich sein dafür, dass man quasi runtergescaled wird mit dem Party-Sync. Gut, damit sind wir auch schon durch. Druid ist abgehakt. Mit dem Parler habe ich auch noch ein paar Kisten. Dann werden wir jetzt auch gleich nochmal welche aufmachen. Aber für das Video soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.